Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind jetzt in der Nähe von Großlitgen. Großlitgen kann man ganz schwach im Hintergrund erkennen. Das relativ kleine Dorf hier in der Eifel. Wir sind oberhalb von Himmerod und die Landschaftsformation, diese Kleinformation, das ist der Himmeroder Kessel. Und wir haben heute den 30. Mai 2020. Und heute wird hier in Himmerod ein Jahrestag gefeiert, der 30. Mai 1920. Und da spielte der Himmeroder Kessel eine Rolle. Das heißt, Himmerod, das Kloster, ist 1802 aufgelöst worden im Zuge der Wirren, die Napoleon über das Land brachte. Dann ist das Gelände verkauft worden, die Gebäude. Die Kirche ist auf Abbruch verkauft worden, weitgehend auch abgetragen worden. Und der Reichsgraf von Kesselstadt hat später einen Großteil der Ländereien übernommen. Und nach dem Ersten Weltkrieg konnten Mönche, die in Österreich-Ungarn, in der Donaumonarchie, in ihrem Kloster gewesen waren, die waren im Feld gewesen, im Krieg, und die konnten, weil ihr Gelände jetzt zu Jugoslawien gehörte, dem neu gegründeten Staat, die konnten nicht mehr dorthin zurück, in die Nähe von Banja Luka. Und die suchten eine neue Heimat. Geld war vorhanden, Geld, was auch zu der Entwertung anheimzufallen drohte. Also es war auch Zeitnot. Die suchten einen neuen Standort, ein neues Kloster. Der Abt, der mit ihnen unterwegs war, der kam hier aus der Nähe, aus der Eifel. Und deshalb interessiert er sich nicht so stark für Klöster, die in Süddeutschland auch zum Verkauf standen, ehemalige Klöster. Und dann wurde 1919 von dieser Gruppe von Mönchen das alte Kloster Himmerod wieder gekauft vom Reichsgrafen Ottokar von Kesselstadt mit etwa 80 Hektar Land. Das heißt, die Zisterzienser knüpften in dem Moment an die alte Tradition an, dass die Landwirtschaft die wirtschaftliche Grundlage des Klosters bildete, und man versuchte eben so viel Land zu kaufen, dass das von den Erträgen das Kloster leben konnte. Das heißt, hier kam eine große neue wirtschaftliche Einheit auch zurück, wenn man jetzt ganz wirtschaftlich spricht, zurück ins Salmtal, und die Bauern von Großlitgen hinten, die hatten Angst vor dieser Situation. Die hatten Angst, nämlich, dass das Kloster als neuer Großbauer plötzlich so dominant sein würde, dass ihnen die Existenzgrundlage genommen werden würde. Und die hatten vor allem Angst davor, dass das Kloster mit seinen landwirtschaftlichen Flächen an den Ort Großlitgen heranragte. Und deshalb wurde der Himmeroder Kessel hinter mir, der wurde vom Kauf ausgenommen. Das heißt, den haben die Mönche nicht gekauft, um diesen Streit zu entschärfen. Aber damit, das war die Neuansiedlung. Der erste, das war im Oktober 1919, wurde der Kaufvertrag geschlossen. Und dann wurden die Klostergebäude notdürftig wieder hergerichtet. Zunächst nur das Pfortengebäude. Da gibt es die heutige Pfortenkapelle. Die wurde damals notdürftig als erste Kirche hergerichtet. Und da fand eben genau heute vor 100 Jahren der erste Gottesdienst nach der Wiederbesiedlung Himmerods statt. Es gab noch einige Dinge zu bewerkstelligen. Die Mönche, die Himmerod wieder gegründet haben, waren Trappisten gewesen. Also nicht die, das heißt die Zisterzienser von der sehr strengen Observanz. Das Kloster Marienstadt übernahm dann die Rolle des Mutterklosters, und 2022 gilt dann als offizielles Gründungsjahr der Wiedergründung von Himmerod. Aber dieser Himmeroder Kessel, der steht symbolisch dafür, dass diese Mönche natürlich auch als wirtschaftliche Einheit, als wirtschaftlicher Akteur immer in ihrem Umfeld auftraten. Und das brachte manchmal Vorteile, es brachte aber eben auch Ängste und Sorgen mit sich. Ja, die ganze Landschaft hier ist sicherlich, nicht nur der Kessel, sondern die ganze Landschaft hier ist sicherlich einer meiner ganz besonderen Lieblingsorte.